auf Basis von natürlichen Stoffen. Nur einfach alles in das Wasser. Wir machen Melone in den Salat. Ich brauche Alkohol. Du bist so eklig. Unter anderem der hier. Hiermit ist die Freundschaft gekündigt. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nicht aus dem Bett. So wie letzten Mal. Weil Marcelo gerade noch in meinem Zimmer ist und chillt. Ja. Und ich mache mir jetzt schon mal was zum Frühstück. Ich wollte gestern eigentlich schon vloggen, oder ich habe gestern gevloggt den halben Tag. Aber ich hatte so schlechte Laune, dass ich das wirklich nicht posten möchte. Ich möchte niemandem so eine schlechte Laune machen. Deswegen heute neuer Tag, neues Glück. Ich habe zwar richtig scheiß Traum gehabt, aber ich bin dann morgen aufgewacht und hatte übel gute Laune. Aber es ist jetzt schon 8 Uhr. Normal stehe ich ja um 7 Uhr auf. Aber ja, kein Wecker hat geklingelt. Bist du doof? Egal, meistens, wenn ich Vlogs drehe, habe ich nicht so einen strengen Zeitplan, damit ich mich vorhin ganz auf den Vlog konzentrieren kann. Ich habe jetzt aber Hunger, deswegen mache ich mir jetzt Frühstück. Juhu! Guten Morgen! Ich mache mir jetzt ein Toastbrot. Selbstgemachte Kräuterbutter. Tada! Ich habe uns so ein Dinger hier hochgetragen. Das sind 5,5 Liter. Wenn wir das heute zusammen schaffen zu trinken, sind wir richtig gut dabei. Und wir machen jetzt ein Workout. Wie heißt das Workout? Sascha Huber. 20 Minuten HIT-Workout. Wenn es ein Typ ist, werden da safe keine Frauenübungen dabei sein. Doch. Ich finde es eh schwer zu differenzieren. Also Männerübungen, was sind Frauenübungen? Männerübungen sind die, wo wir wirklich nur auf Bizeps gehen. Ja, dann ist es ganz für Männer und Frauen. Wenn du abnehmen und dann dauerhaft schlank bleiben willst, kann das, was jetzt kommt, ein bisschen wehtun. Ja, wo geht's euch? Ich bin gut. Hallo. Push die komplett hoch. Oh! Das ist elektrifiziert. Was findest du für Worte? Elektrifiziert. Alles geht doch gleich los. Kick. Und ich kann nicht meine Hand hochmachen. Das heißt, hier mit der gegenüberliegenden Hand. Schatz, ich bin so scheiße. Ich meine jetzt echt die Pulse. Das ist einfach nur Ausdauer. Genau. Es geht echt noch weit. Schlagen. Das Ganze. Auch immer schön hier. Seitenwechsel. Rechter Fuß ist vorne. Und jetzt natürlich heißt Speed Squat. Let's go! Beat squat! Ich locker lassen. Dann wieder. Boom. Dann ist es leichter. Und zwar einfach jetzt auf die Zehenspitze gehen und dasselbe machen. Gut. Weiter kämpfen. So. Auf der anderen Seite. Dann hat der Arm. Gut, Freunde. Keine Lausen hier. Hier. Oh. So, und jetzt noch gleich den ersten. Du bist ein Igel. Nee. Heute habe ich irgendwie keinen Bock. Aber die Gyms öffnen bei uns wieder am Dienstag, also meins. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn die Gyms wieder aufmachen, weil dann habe ich auch mehr Motivation. Ich fühle mich wie eine Kartoffel. Ja. Die kann ich. Okay, gehen schnell duschen. What's poppin', guys? Ich mache jetzt meine Haare nicht neu. Ich habe die gestern gelockt und ich lasse die zufällig. Sieht eigentlich ganz fresh aus. Ich muss mal meine Haut ein bisschen pflegen. Die ist schon wieder so trocken über die Nacht geworden. Ich hatte heute Nacht auch einen übel trockenen Mund. Ich glaube, ich schlafe nachts mit offenem Mund. Also, was habe ich jetzt gerade? Habe ich mein Haar? Weil sonst, ich nicht so einen trockenen Mund morgens. Also ich trinke auch nachts Wasser und nicht gerade wenig, sodass ich eigentlich nachts zweimal aufs Klo muss. Aber trotzdem, mein Mund ist total trocken. Und das finde ich kacke. Jetzt mache ich auf jeden Fall jetzt kurz fertig. Marcelo ist schon mal runter ins Büro gegangen. Der arbeitet jetzt ein bisschen. Ich gehe währenddessen einkaufen, weil wir wollen später ans See gehen. Und dafür möchte ich ein paar Sachen kaufen, so Melone und sowas, was wir dann halt am See zu uns nehmen können. Ich mache mir jetzt kein großes Make-up, ich mache wirklich nur Wimperntusche. Augenbrauen habe ich gestern gefärbt, deswegen mache ich da jetzt auch nicht viel. Okay, jetzt wenn es juckt, so mehr. Einfach eklig. Ich räume jetzt auf jeden Fall schnell mein Zimmer auf. Marcelo und ich haben gesagt, dass wir um 12 Uhr essen.
Es ist jetzt kurz vor 10. Das schaffe ich. Ich habe übrigens eine alte Shorts von mir wieder gefunden, die ich übel mochte. Die habe ich mir vor 2 Jahren oder so gekauft. Die ist, glaube ich, von Pull&Bear. Pull&Bear, ja. Die ist von Pull&Bear, steht da hinten drauf. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber die ist richtig cool, wenn man diese High-Rise trägt. Aber mir ist gerade einfach aufgefallen, wie short die einfach ist. Also man sieht übel den halben Arsch, aber trotzdem finde ich die übel cool. Das ist meine einzigste schwarze Shorts. Bevor ich noch losgehe einkaufen, will ich mir auch noch eine neue Playlist für mein Handy erstellen, damit es mehr Spaß macht, rumzufahren. Weil ich in letzter Zeit einfach nicht mehr so viel Spaß habe, weil ich so viel rumfahre gerade. Also wirklich, ich bin so viel im Auto, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Das finde ich schade und ich will den Spaß zurück und deswegen, ja. Ich habe einfach Heuschnupfen. Das ist so unangenehm, wenn ihr in einem öffentlichen Raum seid und jeder denkt so, Alter, die hat Schnupfen, Abstand halten und ihr habt einfach nur Heuschnupfen. Waschen. Also ich muss echt sagen, dieses Ding hier, ich zeige es mal von einer anderen Perspektive hier. Okay, ich bin unscharf. Er ist überpraktisch. Ihr habt unten so einen Hahn und könnt dann das Wasser rauslassen. Und in Mainz, das ist jetzt von Ikea. Das hat, glaube ich, knappe 10 Euro gekostet und da passen so 5,5 Liter rein. Also wenn ihr das zur Hälfte voll macht und ihr habt es Ende des Tages leer, habt ihr eigentlich alles erreicht, was ihr erreichen solltet. Den ganzen müsst ihr nicht leer kriegen, aber da das Marcel und ich beide daraus trinken, sollten wir dann doch beide zusammen bis heute Abend leer haben. Und ich glaube, wir sind schon echt gut dran. Schaut mal, wir haben fast schon die Hälfte und wir haben gerade mal 10 Uhr. Durch die Hitze sollten wir aber noch mehr trinken, deswegen später, wenn wir an den See gehen oder so, nehmen wir halt nochmal extra was zum Trinken mit. Bevor ich jetzt losfahre, will ich nochmal was gucken, weil ich mir überlegt habe, noch ein bisschen was für mein Video zu holen, weil ich möchte das nicht alles im Internet bestellen, weil ich keinen Bock mehr habe, weil ich es jetzt endlich haben will, ey. Und zwar will ich ja so ein Batik-Video machen und ich habe mir jetzt schon vor 2 Wochen oder so diese Batik-Farbe bestellt, also einmal schwarze und einmal rote und eine davon hat so 7, 8 Euro gekostet, okay? Und ich dachte so, okay, deswegen kaufst du nur 2. Und jetzt habe ich gesehen, dass welche so ein ganzes Pack haben. Und es war anscheinend gar nicht teuer, aber ich weiß nicht, woher die das haben. Deswegen, ich weiß ja nicht, wo ich das hier in meiner Nähe herbekommen kann. Also wo man sowas kaufen kann, ob man das in einem Kaufland oder so kaufen kann. Aber ich bin später eh, also gleich beim DM. Und dann gucke ich auch noch in so einen ganz normalen Supermarkt rein. Ob die das, die haben da immer so Spielabteilungen, ob das da irgendwie die sowas haben. Und extra für das Video hatte ich mir ja Socken bestellt. Das sind, glaube ich, 8 Pärchen. 1, 2. Und mit denen, die wollte ich auch Batiken so. Und wollte dann noch sowas draufsticken. Zum Beispiel so ein Nike-Logo draufsticken oder ein Sneaky-Shop-Logo draufsticken. Das dauert zwar ewig, aber ich finde es einfach cool. Und ich habe mir noch so ein schwarzes normales T-Shirt bestellt, um auch zu bleachen, also mit Bleichungsmittel. Das ist, glaube ich, einfach das einfachste und günstigste, was man machen kann. Ich wollte aber auch eine Shorts bleachen und so, aber ich habe einfach keine günstige, in Anführungszeichen, die ich jetzt bleachen würde, wo es mir das wert wäre. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht, weil, ja, Shorts sind direkt übel teuer. Ich wollte mir noch eine weiße Jogginghose holen. Und ich habe hier in meinem Schrank weißen Pulli, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil das ist ein ganz normaler H&M-Pulli, der ist übel lang. Und ich weiß nicht, ob ich das bringen kann, dass ich den hier wirklich unter den Ärmeln abschneide und den dann als einen Crop-Top nehme und den bleach, so passend zu einer. Weil ich die immer so als T-Shirt-Kleid getragen habe und die sind mir meistens immer zu klein geworden. Oder ich hatte es auch mal als Crop-Top und deswegen habe ich hier so oversized-weiße T-Shirts. Da werde ich mich auf jeden Fall ausprobieren, auch mit der Schneideart vielleicht ein bisschen, wie ich die croppen werde oder ob ich eins lang lassen werde, dass ich da eine T-Shirt-Kleid rein kann. Ich glaube, nee, das ist zu kurz. Ja, ich gucke einfach mal. Das ist auf jeden Fall so ein dunkelrot, das habe ich extra genommen, weil das einfach, ich finde dunkelrot geil. Aber ich gucke mal, was ich jetzt in der Stadt finde und ich würde sagen, ich gehe jetzt los. Voll unangenehme Situation. Oh. Aber das läuft schon heute wieder alles. Alles gerade irgendwie wieder kacke. Ich muss voll dringend Pipi. Darf ich mir jetzt aber nicht einreden, weil ich jetzt noch einkaufen gehen möchte. Okay, ich fahre jetzt aber los. Ich melde mich später, wenn ich wieder beruhigter bin. Also, ich gehe jetzt doch nicht mehr in C&A und so aus dem Grund. Jetzt gehe ich schnell nach Hause. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich mache jetzt mal ganz schnell. Kannst du auch. Also erstmal traurige Zeiten. Ich habe gerade meiner Nachbarin die Vorfahrt genommen. Peinlich. Unangenehm einfach. Ne? Aber war wirklich eine glimmliche Situation. Und andere Sache wegen meinem Dach. Mein Dach hang ja ganz runter, das habt ihr wahrscheinlich beim Insta gesehen. Jetzt haben wir das hier so ein bisschen fest, nicht geklebt. Wegkleben geht nicht mehr, sondern mit solchen Dingern so reingepiekst. Und jetzt geht es halt gar nicht mehr zu. Also ich kann es nicht mehr zumachen. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen, wenn es jetzt regnet, habe ich ein Problem. Das heißt, jetzt ein Cabrio, das immer offen ist. Reparation von dem ganzen Ding würde 300 Euro das Basic auswechseln kosten. Ohne raus und rein, nur das
frisch machen. Rausnehmen müssen wir selber, deswegen I give a fuck, das bezahle ich nicht. Nicht für das Auto. Und ja, jetzt keine Ahnung, was passiert. Ich bin übel mehr drauf, weil ich so dringend aufs Klo muss. Deswegen gehe ich jetzt ganz schnell aufs Klo. Ich bereite gerade schon mal unser Mittagessen zu. Ich ziehe jetzt meine Brille ab, damit fühle ich mich nämlich immer echt viel zu schlau, auch wenn ich jetzt nichts mehr sehe. So sieht der Salat bis jetzt aus. Da ist jetzt Feta drin. Einfach geil. Gurke. Hammer. Eine rote Paprika. Schwarze Oliven, eh das Beste. Grüne Oliven, auch okay. Und Mais. Aber das Highlight ist jetzt die Wassermelone. Weil wir gehen später an den See und dann nehmen wir Wassermelone mit und schneide die da auch rein. Meine Schwester hat mich irgendwie auf die Idee gebracht. Ich habe sie kurz für dumm erklärt, aber das ist mir eingefallen. Ich habe schon mal gegessen, das ist echt geil. Weil Melone, Wassermelone mit Feta oder Mango mit Feta schmeckt wirklich richtig lecker. Deswegen schneide ich da jetzt so eine halbe Melone rein. Marcelo arbeitet noch und dann, wenn er fertig ist, können wir direkt chillen. Meine gute Laune ist auch wieder back, weil ich am Klo war. Hallo! Ruf die nicht im Call, Marcelino. Hat er das gehört? Oh mein Gott, das war so peinlich. Hat er das gehört? Ja. Scheiße, wer war das? Oh, das war ein potenzieller Kunde. Und hier noch Marcelino. Das ist so peinlich, Schatz. Das tut mir wirklich leid. Nicht und Bibi, du hast mir gesagt, ja, mein Essen will. Ich dachte, du bist längst fertig. Weil du mir das so auf WhatsApp geschrieben hast. Wieso ist meine Kamera so dunkel? Hat er gedacht, deine Mama ruft. Wenn ich extra rausgehe aus dem Zimmer, um zu sagen, sei bitte leise, dann muss es schon was heißen. Ich bin da mal übel nett zu dir, aber es muss sein. Ich war im Klo pinkeln. Tut mir leid. Darf ich dich um Entschuldigung umarmen? Wir machen Melone in den Salat. Nimm mal ein Stück Feta in die Hand und ein Stück Melone. Findest du die Kombi? Gut. Mhm. Ja? Mhm. Leute, wir haben gestern Wahrheit oder Pflicht gespielt, alleine beim Einschlafen. Wenn wir nicht schlafen würden. Das war so lustig. Können wir zwei Pflichten sagen? Mhm. Doch, ich sag eine. Nein. Also wir haben auf jeden Fall... Ja, wir konnten beide nicht schlafen. Also ich durfte einmal Marcelo im Gesicht rumdatschen und dann darf ich durch noch einmal mit meinem Finger in seinen Mund so aufziehen, so. Stell dir einfach vor, wir 23.30 Uhr, sie datscht mir im Gesicht einfach rum wegen der Pflicht. Tu mal nicht so auf Ernst. Du hast das Spiel sogar übertrieben, ey. Wirklichkeit ist ja gar nicht so erwachsen, ist genauso kindisch wie ich. Wollen wir einen Honig... Was sagst du? Wollen wir einen Honig... Zitronendressing machen. Ja. Ich kann auch in den Feta weg zu essen, weil das ist geil ist, deine ganzen. Dann helfen wir. Das ist eh schon nicht so viel. Einfach alles in das Wasser. Hast du eine Tomatensauce? Ja. Au! Au! Ich bin direkt beim Zehen geblieben. Das war blöd. Scheiße, das schimmelt. Ja, dann nimm den nicht. Sind da Oliven drin? Ja, ich habe extra schwarze gekauft. Wenn du irgendwas noch von dem Ding isst, haben wir bald keinen Salat mehr. Und du sagst, ich guck noch, ob das übrig bleibt. Ach, Schluss, jetzt brauche ich das gut. Ich brauche Alkohol. Du bist so eklig. Du bist so eklig. Also, du bist so eklig, ja? Kann ich davon auch welche später haben? Nee. Das sind aber meine Nudeln, die habe ich gekauft. Ganz ehrlich, nein. Wir haben uns ja noch einen Salat gemacht, wollten eigentlich jetzt Netflix schauen, aber kannst du mir vielleicht mein Ladekabel holen? Boah, Arschloch. Warum bist du so unwitzig, Mann, eigentlich? Hör auf. Sind Sie gerade eben aufgestanden? Da sehen Sie eine Nicole in ihrem natürlichen Lebensraum. Ja, das stimmt. Du bist so als erstes eingeschlafen. Also ich erzähle jetzt einen Witz und wenn du nicht lachst, dass du entscheiden, dass du entscheidest, was wir machen. Wenn du lachst, darf ich entscheiden, was wir jetzt machen. Okay. Okay. Treffen sich zwei Luftballons in der Wüste. Sagt der eine zum anderen Luftballon: Hey, da hinten ist ein Kaktus. Sagt der andere: Ich sehe nichts. Unlehrbarer. Gell? Verstanden? Mhm. Ich darf entscheiden.
Wir haben gepennt und jetzt ist die Sonne schon weg und ich sollte jetzt mal gucken, wie das Wetter überhaupt noch wird. See ist nicht mehr drin. Nein, was soll das denn? Doch. Okay, jetzt start. Sind 18 Grad wenig? Für Bikini alleine ja, wenn keine Sonne mehr scheint. Wir haben bis 17 Uhr noch eine Stunde. Ne, bis 18 Uhr 20 Grad. Dann lass uns jetzt los. Hm? Was denn? Ist meine Wimperntasche schon noch drauf? Oh, ich muss jetzt mein Bräunungsöl selber machen, bevor wir losgehen, Alter. Die Sonne ist heute so gut wie weg, aber scheiß drauf. Egal, ich leg mich da draußen im Bikini hin. Ich habe extra heute Morgen meine Beine rasiert dafür. Das soll was bedeuten und das soll ja was gebracht haben, ne? Ich sah gerade aus wie ein Fisch. Wir packen jetzt die Sachen und ich zeige euch gleich, wie es Bräunungsöl geht. Nicht Selbstbräuner, ich mache mein eigenes Selbstbräunungsöl. Hörst du mir? Alles auf Basis von natürlichen Stoffen. Ach du Scheiße. Und ich benutze hier auch noch irgendwas von meinen Farben. Ich habe. Das ist nur aus meinen Selbstbräuner. Das ist nicht mein Selbstbräuner, das ist mein Selbstbräunungsöl. Ich habe mir noch so ein Dinger hier extra gekauft. Das war der einzige, der geglitzert hat. Bitte sei natürlich. Ja. Bitte, guck mal, das ist Babyöl. Bitte sei natürlich. Ich bin doch. Natürlich, das macht mich bräuner, wenn ich in der Sonne bin. Oh Gott, ciao. Was haben die denn für einen scheiß Verschluss? Oh, was hast du gemacht? Ich hab ein bisschen gespritzt. Mit dem Babyöl. Wer heißt du? Ich spritze hier gerne mit dem scheiß Öl. Mit dem Vorhang. Ich weiß nicht, ob das auch machen kann, wenn ich ehrlich. Alter, ich hab's. Boah. So ein Verschluss ist da drin. So, und jetzt muss ich irgendwie, ich mache das am besten mit einer Pinzette, so spachteln, das hier so aufreiben und in das Ding reintun. Ich bastel mir hier gerade schnell so einen Filter, nein, ich kann filtern, Trichter, damit das auch alles richtig gut da reingeht und ich kein Produkt verschwende. Und dann hat es so einen Schimmereffekt und wenn die so leicht gepointet, ihr seht es gar nicht, dann schimmert es halt so ein bisschen nach Highlighter. Und die werde ich schnell braun, weil es halt ein Öl ist. Tada! Ich muss jetzt runter, weil Marcelo ist bestimmt pisst, weil ich so lange brauche. Wir sind jetzt am See. Also nur andere, deswegen würde ich nicht so viel filmen. Hallo. Unter anderem der hier. Da ist ein Haar drin, oder? Echt jetzt? Oh ja, hier. Ich krieg's nicht raus, das Haar. Auf jeden Fall essen wir gerade eine Melone. Übel geil, wenn man die so löffelt. Und setzen hier. Aber ich glaube, ich ziehe doch nicht mich aus. Wenn hier niemand wäre, ja. Aber so habe ich keine Lust. Also wir sind jetzt wieder back im Auto. Die Melone haben wir fast komplett, wie ich da sitze. Die Melone haben wir fast komplett gegessen. Und ich muss mal ganz kurz was loslernen. Ihr Typen, okay, an jeden Typen hier draußen, ihr müsst so oft pinkeln. So oft. Ich muss auch oft pinkeln, aber Typen sind da einfach anders krass. Also wir kommen hierher, okay? Wir kommen an, Marcelo sagt, er muss pinkeln. Ich denke mir so, hä? Wir haben genau gleich viel getrunken. Er muss pinkeln, okay. Ich musste noch nicht pinkeln, habe voll viel Wassermelone gegessen. Ich glaube sogar mehr wie er. Wir sagen jetzt einfach mal gleich viel. Dann geht er aufs Klo. Pinkeln. Und ich muss jetzt auch aufs Klo nach der Wassermelone. Ich denke mir so, okay, ich halte es jetzt schon noch. Halb schon eine Stunde auf. Und er, ich halte das nicht aus, ich muss jetzt pinkeln. Ach, geil. Ach, so ein geiles Gefühl. Ihr Typen, ihr seid so weird. Ach. Wieso? Wenn ihr es einfach nicht aushaltet mit dem Pinkeln, ihr müsst immer direkt. Wir waren jetzt auf jeden Fall nach Hause und wir wurden von Julia eingeladen heute Abend zum Kochen und Activity spielen. Also gehen wir heute Abend noch zu den Freundinnen. So, wir sind wieder zu Hause. Wer hätte es gedacht? Na, ich habe gerade irgendwie ein bisschen schlechte Laune. I don't know why. Kommt ab und zu bei mir gerade. Kick gerade echt rein. Auf jeden Fall habe ich dann gerade gedacht, hey Nicole, zockst denn eine Runde mal wieder? Und jetzt spiele ich Minecraft. Aber die Sache ist halt, kaum ein Mensch spielt halt derzeit noch Minecraft. Deswegen sind hier halt ne, kaum Spieler. Bisschen lost, aber ich muss halt jetzt gucken. Das sieht gut aus. Das Problem ist, ich habe schon so lange nicht mehr... Okay, das ist echt kacke. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich zitter gerade nach jedem Spiel. Mir ist aber auch noch kalt, weil ich Fenster offen habe. Ich bin halt nicht mehr so, wie ich war, was Zocken angeht. Also ich bin echt gerade richtig, richtig schlecht. Ich habe ja eineinhalb, zwei Jahre nicht gespielt. Übrigens, ich habe letztens eine, als ich gezockt habe, die war eigentlich übel korrekt und so im Chat und hat mir voll geholfen, wenn meine rechte Maustaste nicht ging. Und ich habe eine Freundschaftsanfrage danach gestellt und ich dachte so, komm, vielleicht wären wir
Socking Buddies. Sie hat einfach nicht angenommen. Sie hat einfach nicht angenommen, weil sie sich dachte, ey, die ist so schlecht, die nehme ich nicht an. Ich dachte, wir konnten eigentlich Freunde werden, wenn du das hier siehst. Hiermit ist die Freundschaft gekündigt. Ich will ja mein Twitch einstellen. Die Leute sind noch da von vorhin. Ja, mein Twitch einstellen. Und, runtergeht. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird mit Zocken. Ich werde dann wahrscheinlich nicht nur Minecraft, ich muss aufs Klo, Alter. Nicht nur Minecraft spielen, sondern vielleicht noch Sims oder sonst was. Vielleicht auch mit anderen Influencern. Da ist aber nicht so eine große Auswahl am Start. Ich kann nicht mal mehr richtig beim Springen treffen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nicht einen abbekommen, das ist euer fucking Ernst. Oh, hier Igel in zwei. Das ist schon mal gut. Haben wir hier? Ja, wir haben einen Igel im Team. Ja, ich habe das in den Zeiten, wo ich gespielt habe, nie gelernt. Auf jeden Fall kommt wahrscheinlich mit anderen Influencern auch mal so Let's Play. Ich weiß von Cassie, dass sie ein bisschen zockt. Je nachdem, ob die Bock hat, würde ich auf jeden Fall dann auch was mit ihr machen. Ja, ich zocke jetzt die Runde und dann gehen wir zu Julia. Wir kochen da zusammen Pizza. Wir müssen davor noch schnell einkaufen. Aber ja, wird cool, glaube ich. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen abregieren. Dann beleidigt das Nicole nach dem Einkaufen. Was soll das? Fast Unfall gebaut. Wir waren gerade einkaufen und wir wollten eigentlich nochmal nach Mochis schauen. Also ich wollte nach Mochis schauen. Weder der Rewe hatte Mochis, noch der Edeka hatte Mochis. Ich glaube, es hackt. Okay, kannst du es ausmachen? Lass mal romantisch sein. When I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this. So, wir sind wieder zurück. Es ist jetzt 12:30. War auf jeden Fall mega cool bei der lieben Julia. Und ja, ich schmink mich jetzt einmal ab. Also ich habe heute nur Wimpern schon gemacht, deswegen muss ich da jetzt auch nicht viel machen. Ich kriege aber wieder so kleine Pickelchen, sehe ich gerade. Ich sollte mal ein bisschen meine Haut pflegen mit Maske und so. Aber jetzt echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mir heute übrigens dieses Zellenreinigungswasser von Balea gekauft. Ich wollte einfach irgendwas, wo ich nochmal so Kleinigkeiten schnell wegbekomme. Und mal gucken, wie das ist. Also bis jetzt ist es scheiße. Bekommt nämlich 0,0 wasserfeste Wimperntusche weg. Ich mache mal kurz mit Kokosnussöl und gehe dann nochmal mit diesem Reinigungswasser drüber. Boah, hast du mich gerade erschrocken, wie du so aggressiv die Türklinke runtergedrückt hast. Den brenne ich ab. Bin enttäuscht. Über Ingo. So Leute, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich habe mir hier gerade Creme hingeschmiert, weil ich so trockene Lippen habe. Das ist so abnormal. Auf jeden Fall gehen Marcelo und ich gerade schlafen. Nein, wir gehen nicht gerade schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Marcelo hat gerade noch geduscht und wir gehen schlafen. Und ja, morgen ist ein neuer Tag. Und ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog gefallen. War mal ein bisschen anders wie mein letzten Vlog. Aber es ist doch cool, wenn ihr hier so eine Abwechslung erlebt. Dies, das, Ananas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dann, tschüss. Und einen wunderschönen Tag euch allen.